Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist das Hashtag Ungeschönt-Format mal wieder am Start und es ist im Juli das Thema. Full Face Limited Editions. Mein Herz hat einen Sprung gemacht, als Sarah Isabel das vorgeschlagen hat. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses Format kommt monatlich auf unseren Kanälen online, das heißt sowohl hier ein Video als auch bei der lieben Sarah Isabel. Like Daisy in Spring, das ist diese wunderschöne Frau. Und ja, wir sind halt wirklich über die Zeit sehr, sehr gute Freundinnen geworden und werden auch wahrscheinlich, ich weiß das gar nicht, wenn ihr dieses Video seht, sind wir gerade zusammen auf einem Event oder fahren in ein paar Tagen hin? Nee, ich glaube tatsächlich ein paar Tage später. Das heißt, ich sehe sie dann jetzt auch im Juli endlich live und in Farbe. Ich freue mich so sehr drauf. Ich bin schon leicht auf Entzug. Und ja, sie hatte jetzt im Juli gesagt, Mensch, lass doch hier ein Fullface mal mit Limited Editions machen. Und ich habe hier so coole LEs stehen, teilweise unausgetestet, teilweise kenne ich die halt schon. Und ja, deswegen starten wir doch einfach mal. Ich habe hier von Essence Want to Freeze Gel to Sorbet Face Primer Hydrating. Das ist dieser hier. Wie gesagt, Limited Edition. Ich weiß nicht, ob das nur eine Online-Exclusive-Geschichte war. In der Theke selber habe ich den nämlich nie gesehen. Es ist wirklich wie so ein Gelpöttchen, ne? Ganz aufregend. Und auch die Pinsel, die ich nachher verwende, sind komplett aus LEs. Also das sind halt komplett Essence. Nee, Catrice Pinsel aus Catrice Limited Editions. Und ja, so eine kühle Geschichte kann ich sehr gut gebrauchen. Ich war nämlich heute Morgen im Garten und heute sind es bei uns 33 Grad offensichtlich um 5 Uhr abends läuft. Und heute Mittag war es dementsprechend noch heißer. Und ich hatte echt eine rote Bombe. Also mein Gesicht war recht rot. Fühlt sich auf jeden Fall sehr angenehm kühlend an, verträgt sich auch gut mit meiner Gesichtspflege und auch mit meinem Lichtschutzfaktor, den ich drauf habe. Das ist schon mal eine ganz angenehme Sache, vor allem jetzt so im Sommer, ne? Da braucht man auch ein bisschen was Hydratisierendes, ein bisschen was Kühlendes. Ganz im Gegensatz dazu, aber das muss man dem Produkt ja auch lassen, das ist eher im Winter rausgekommen, habe ich hier Into the Jungle von Rival de Loop das Mousse Make-up. Gibt es in exakt einer Farbe und Sarah Isabel hat es schon getestet und die fand es super. Bin ich sehr gespannt, weil unsere Ansprüche an sowas sind meistens sehr ähnlich. Das ist halt wirklich wie das Magic Finish von dem Asam, ne? Mal gucken. Es riecht angenehm nach Vanille oder nach Kokos, würde ich sagen. Bin ja eigentlich eher ein Fan davon, sowas mit einem Pinsel aufzutragen. Also generell Foundation oder so, weil du kriegst halt echt spackige Finger damit. Aber ich weiß, dass solche Mousse-Geschichten am besten mit den Fingern funktionieren. Da müssen wir jetzt einfach mal durch. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Weil ich habe schon einen Unterschied zum Hals. Ich mache mir dann immer ein bisschen was auf den Hals hier so drauf und verblende das dann wirklich ganz intensiv mit den Fingern, dass es nicht ganz so verrückt aussieht. Aber so eine Kette ist dann immer ganz gut, weil die bildet so eine schöne Barriere. Dann sieht das nicht ganz so abgehackt aus. Das verträgt sich jetzt nicht so mit meiner Bodylotion offensichtlich, denn da war gerade ein Würstchen. Würstchenparty, nom nom. Ich habe eben noch mit Schatzi darüber gesprochen, dass wir eigentlich gerne heute grillen könnten, ne? Aber so nicht. Das, die Würstchen will ich nicht grillen. Naja, sei es drum. Im Gesicht sieht es wirklich toll aus und es hat sich auch selber schon so ein bisschen mattiert. Bei den Augenbrauen muss man ein bisschen aufpassen, dass sich das da nicht so sammelt. Genauso auch im Haaransatz. Aber das sieht sehr gut aus. Könnte wirklich gut auch für den Alltag geeignet sein. Wirklich wie das Magic Finish, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber farblich sind wir noch nicht ganz so miteinander verbunden. Ich habe sogar, und da bin ich auch tatsächlich ein bisschen stolz drauf, weil sowas ist jetzt nicht selbstverständlich, ein Limited Edition Concealer. Das ist Wahnsinn. Das ist der Radiant Concealer von Kiko aus der Beauty Essentials Reihe. Auch hier gab es jetzt nicht so eine ultimative Shade Range. Das ist bei LEs halt immer ein bisschen schwierig, ne? Und der hat hier so einen Kühlapplikator und ist sehr, sehr hell. Und den trage ich hier so auf und versuche nicht allzu viel zu nehmen, weil der ist sehr intensiv. Ich habe gestern oder vorgestern ein Fullface im Asam gedreht. Ich weiß nicht, ob das schon online ist. Nee, das kommt auch noch diese Woche. Stay tuned. Wenn du Bock hast, abonniere mich super gerne. Vor allem, wenn du neu hier bist, abonniere mich auch sehr, sehr gerne. Hier gibt es alles Mögliche rund um das Thema Beauty. Also Schminkies, Hauls, Testvideos, Reviews im Sinne von Aufgebraucht-Videos, Unboxings. Also da bin ich halt auch immer ganz groß mit dabei, wenn es um die Adventskalender geht. Ne? Und ja, genau. Ich hatte kurz meinen Faden verloren, jetzt habe ich ihn wieder. Auf jeden Fall kommt am Wochenende auch noch ein Video, wo ich, wie gesagt, ein Fullface M Asam schminke. Und
Genau, da ist die Beauty-Woche auch schon im Gange. Stimmt. Ich musste mich gerade zeitlich auch so ein bisschen hineinversetzen, weil ich dieses Video ein bisschen vordrehe, weil ich, wenn ihr das Video seht, ja wie gesagt ein bisschen unterwegs bin. Da habe ich nämlich herausgefunden, dass wenn man halt dieses Mousse-Make-up hat, so wie jetzt bei dem hier oder auch bei dem Magic Finish oder gibt's ja auch oder gab es damals ja von Essence oder Catrini von Essence, ne? Dann macht es nicht so viel Spaß, das mit einem angefeuchteten Beauty-Schwämmchen zu verblenden. Deswegen habe ich keine Ahnung, weswegen ich mir überhaupt hier einen hingelegt habe. Muss ich gleich mal gucken. Das macht am meisten Sinn, das mit einem Pinsel zu machen. Aber den Concealer mag ich eigentlich wohl, ne? Der macht wohl was her. Diese Lidschattenbase habe ich sogar aktuell in meinem Project Pen. Also da schaut super gerne mal bei meinem Zweitkanal, Claudis bunte Welt, vorbei. Da habe ich auch mit den Penning Sisters zusammen was am Laufen. Da habe ich hier meine Eyeshadow Base aus dem Adventskalender. Ist so ein bisschen MAC Paint Pot Verschnitt. Also ich würde mich freuen, wenn Essence das ins Standardsortiment aufnehmen würde, weil das eine ganz, ganz, ganz tolle Lidschattenbase ist. Und wenn ich dann meine ganzen cremigen Texturen... Nein, ich habe was vergessen. Oh, Leute! Ich habe hier nämlich ein Lippenöl aus der Findet Nemo Limited Edition mit Revolution. Das bekommt ihr, glaube ich, sogar bei Notino, wenn ich das jetzt letztens richtig gesehen habe. Trage ich mir sehr gerne auf, wenn ich meine cremigen Texturen aufgetragen habe, damit die Lippen auch ein bisschen gepflegt werden zwischendurch. Mensch, das hätte ich ja fast vergessen, ne? Und ich mache auch ganz gerne, wenn ich jetzt so die cremigen Sachen drauf habe, so ein Setting Spray drüber. Da habe ich jetzt hier von Dalton das Face Care Freshen Up Feuchtigkeitsspray. Das ist limitiert, weil das gibt es nur im Sommer dort zu kaufen. Und ich habe auch aktuell einen Code, glaube ich, Beauty Claudi für 20% Rabatt. Schaut gerne mal in der Infobox vorbei. Da kriegt ihr dann nämlich auch noch meine Claudi Bag. Richtig, richtig cool. Und ich glaube, das versuche ich mir jetzt vorsichtig mal mit dem Schwämmchen einzutapern. Ich verwende das übrigens aktuell auch ganz gerne als Toner. Das heißt, das hier ist nur das, was ich oben in der Schminksammlung habe. Ich habe genau das gleiche nochmal unten stehen im Badezimmer. Das ist aber schon fast leer. Ist halt so ein Multi-Use-Produkt, was auch ein bisschen Kühle noch mit ins Gesicht bringt. Ne? So, als nächstes habe ich hier von Rival Loves Me mit Maxime die Holy Grails Limited Edition. Das ist dieses Flawless Baking Powder. Und die haben aus der LE auch wirklich schon super viele Produkte ins Standardsortiment übernommen. Jetzt gerade letztens auch erst den Primer. Richtig, richtig cool. Das ist jetzt ein bisschen gelblich. Da muss ich ein bisschen aufpassen und dann nehme ich mir dieses Herzchen von Giacomo Cosmetics, ich glaube, das gibt es aber gar nicht mehr, und nehme mir so ein bisschen was hier mit auf dem Netz auf, ne? Und sette damit meinen Concealer. Es ist mega angenehm und sehr, sehr schön und ich glaube, das hier gibt es auch schon im Standardsortiment. Oder war das das andere Puder? Ne, das ist das eigentlich gewesen, ne? Für mein komplettes Gesicht verwende ich wieder ein Adventskalenderprodukt, Color Correcting Mattifying Powder. Das ist dieses hier von Essence aus dem Adventskalender. Und das habe ich, also dieses High Beauty war ja auch schon mal in der Limited Edition gewesen, ne? Und das habe ich schon leer gemacht. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und hier haben wir auch diese grünen Sprinkles mit drin. Mag ich einfach sehr, sehr gerne leiden. Na, freut ihr euch auch schon auf die Adventskalender, genauso wie ich? Ja, es ist Hochsommer, aber ich habe schon die ersten Kooperationsanfragen und E-Mails dazu bekommen. Also, dass ich halt auch schon herausgekriegt habe, beziehungsweise geschrieben bekommen habe, wann die Adventskalender gestartet werden und so. Das ist insane, Leute, ne? Also, das Ganze startet tatsächlich ja schon, das ist ja schon im Gange. Also, ich habe euch auf Instagram auch schon ein paar Pre-Sales gezeigt. Es wird jedes Jahr irgendwie früher, ne? Aber das heißt, dass irgendwann der Kreis sich schließt und dann werden im Prinzip die Adventskalender im Winter wieder angepriesen. Also quasi in dem Jahr, wo wir dann die Adventskalender öffnen, quasi für das darauffolgende Jahr. Wäre auch gar nicht mal so verkehrt, oder? Aber das hat auch immer was mit Planungssicherheit zu tun. Also letztes Jahr, glaube ich, sind ein paar Firmen auch ziemlich auf die Schnauze geflogen, sodass sie da einiges nicht abverkauft bekommen haben. Und deswegen haben die das jetzt einfach dieses Jahr auch so früh angesetzt, dass sie da auch mal so nachforschen können, ja, wie viele die da so ungefähr verkaufen können und wie viel die dann auch entsprechend produzieren müssen, ne? Mensch, ich bin viel in der Drogerie unterwegs, aber ich habe nachher auch tatsächlich noch ein paar andere Sachen, die so etwas fancy sind. Rival de Loop, Into the Jungle, da habe ich diesen Bronzer, den habe ich auch noch gar nicht verwendet. Da wurde sehr viel Positives von berichtet. Der ist tatsächlich ein Bronzer, also der ist wirklich eher rötlicher, also eher warm, ne? Und da gehe ich jetzt auch mit diesem Pinsel rein und trage mir den ganz vorsichtig auf, weil ich befürchte, dass der auch ein bisschen Schimmer mit drin hat. Ja, hat er. Das, was ich auf jeden Fall sagen muss, ne, dadurch, dass es alles Limited Edition sind, mein Tisch ist kunterbunt, richtig, richtig ansprechend irgendwie. Also ich mag natürlich auch, wenn es alles sehr einheitlich ist und alles so ganz, ne, entspannt aussieht, aber das ist jetzt auch gerade eine ganz aufregende Geschichte für die Augen gerade. Also ich persönlich bin ja nicht so Ultra-Fan von diesen Bronzern, die halt Schimmer mit drin haben. Man sieht es hier, glaube ich, auch ganz gut, weil da ein Fenster ist, ne? Weil ich finde, dass es dann sehr, sehr schnell fleckig aussieht. Das ist halt einfach nicht so meine Welt, ne? Ja, das heißt, es muss
in jedem dieser Videos gefühlt ein Produkt geben, was ich jetzt nicht so feiere. Und da ist jetzt auf jeden Fall der Bronzer nicht ganz so ganz weit oben auf meiner Prioritätsliste. Hier habe ich ein Produkt, das habe ich von der lieben Trisana Tantler, heißt sie, also von der lieben Marion bekommen. Folgt ihr super gerne auf Instagram, wenn ihr Katzen-Content liebt. Ja, das ist von Colourpop, eine Limited Edition Aloha Honey mit Hello Kitty. Ah, richtig schön. Pressed Powder Blush, hier hinten ist eine Ananas drauf, ne? Ach, die Katze hält ja auch hier eine Ananas. Lieben wir. Ja, das ist halt ein richtig greller, krasser Blush, ne? Da muss ein bisschen vorsichtig sein. Cheek to cheeky. Also ich dippe vorsichtig rein. Ja, und trage mir den halt auf. Ich möchte das lieber aufbauen, als dass ich hier auf einmal so ein Mega-Oschi habe. Und Colourpop ist halt in der Regel recht stark pigmentiert bei den Produkten. Er verschmilzt aber sehr schön mit dem Bronzer. Das passt sehr gut zusammen. Und das ist wirklich eine schöne, schöne, schöne Farbe. Mag ich sehr gerne leiden, auch wenn ich hier ein bisschen übertrieben habe, ne? Aber hübsch. Dann habe ich hier ein Produkt, das habe ich mal von Purish zugeschickt bekommen. Da müsste ich aktuell auch Claudies Welt 20 für 20% Rabatt auf alles haben. Schaut gerne dort vorbei. Catrice mit My Little Pony, der Highlighter. Mega schön. Ich habe es noch gar nicht wirklich im Gesicht ausprobiert. Ist wie so die Haare von dem Pony. Richtig, richtig hübsch. Ne? Hier habe ich aus einer Catrice LE diesen Fächerpinsel. Ich glaube, dass der dafür ganz gut geeignet sein könnte, weil das ein sehr starker Highlighter sein soll. Ja, das funktioniert. Da hast du nämlich dann nicht direkt zu viel drauf. Das ist nämlich voll schön. Ja, wir haben aber schon einen recht groben Glitzer hier mit drin. Also das ist nicht ein Hauch von, ne? Aber auf meiner Haut ist er jetzt nicht zu dunkel, weil ich den auch sehr sanft nur jetzt aufgetragen habe, ne? Das geht dann auf jeden Fall. Ist schon schön, ne? Doch, doch, der ist schon schön. Der ist schon schön. Und süß ist er auch. Jetzt habe ich ein Produkt, das ist schon ein bisschen länger in meiner Sammlung. Das ist Rival Loves Me on My Desk 4 Brow Liner. Ja, den gab es, glaube ich, auch in einer weiteren Limited Edition mal dann bei Rival Loves Me. Hier habe ich verschiedene Farben. Aber der Taubton ist der, der mir am besten gefällt. Also, ja, vier, ne, oder? 1, 2, 3, 4. Mhm. Wie der Name ja schon sagt. Sarah Isabel ist ja wirklich die Limited Edition Queen. Die zeigt ja jede Limited Edition, die man so in der Drogerie finden kann. Und auch generell ist die echt gut ausgestattet. Ich war bei ihr zu Hause, ich habe ihre Sammlung gesehen. Die ist überragend. Wow. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob sie tatsächlich auch für jede Kategorie ein Produkt in ihrer Sammlung hat. Das würde mich echt interessieren. 19.30 Uhr geht ihr Video heute online, also schauen wir da definitiv alle mal zusammen vorbei. Ich bin da echt gespannt drauf, was sie so zaubern wird. So würde ich das dann auch erstmal lassen, ne? Es sind Augenbrauen, läuft. Und ich mag tatsächlich auch wirklich diesen Stift, ne? Es ist ein bisschen schade, weil du hast hier vier Farben drin. Ich werde wirklich nur eine Farbe davon nutzen können, weil selbst das helle ist mir dann zu... Das sieht nicht ansehnlich aus bei mir, ne? Ist halt wirklich orange. Wer hat orange Augenbrauen? Wahrscheinlich Leute mit orangen Haaren, aber ist jetzt nicht so meine Welt. Genau, und die anderen Farben sind mir dann dementsprechend zu dunkel. Egal. Dann habe ich hier eine Limited Edition Essence mit Catrice. Grünohrhase, Quatsch, Essence mit Katjes, nicht mit Catrice. Grünohrhase, Lash and Brow Gel Mascara. Das ist eigentlich die blaue, die wir ja aus dem Standardsortiment kennen, ne? Ja. Aber ich finde es süß, dass es das gibt. Und ich habe auch die Öhrchen in reger Anwendung. Ne? Die werden bei mir ständig verwendet, um mir meine Haare aus dem Gesicht zu nehmen, wenn ich mich pflege. Und dieses Augenbrauengel von Essence finde ich wirklich auch solide und echt gut. Ja, dann haben wir erstmal die Base soweit geschafft. Jetzt kommen wir zu einem Herzstück. Und das ist eine ganz, ganz coole Geschichte. Und zwar hat Revolution zusammen mit Shrek eine Limited Edition rausgebracht. Habe ich, glaube ich, auf der Revolution Homepage direkt bestellt. Und hier sehen wir ja die Prinzessin Fiona, wie sie als Mensch und als Ogre ist. Sieht man das? Weiß ich nicht. Wackelbild? Irgendwie schon, aber der Kopf nicht, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es eine Lidschattenpalette, die natürlich eher so ins Grünliche geht. Aber sie hat durchaus auch andere bunte Farben. Aber ich glaube, wir schminken heute einen etwas grünen Look. Wir müssen mal gucken, ne? Ja, inspirier mich, Palette. Wir haben kein mattes Grün hier drin. Wie mache ich das denn? Ich lasse mich jetzt mal von einem Look inspirieren, den ich heute gesehen habe bei Morbus Black, als sie die Odin's Eye Jewels Jorts Divine Collection vorgestellt hat. Zuallererst starte ich mit dem Ton Pina Colada. Das ist einfach so ein matter Ivory-Ton.
den ich mir jetzt auf mein komplettes Lied so als Setting-Ton gebe, damit alles sich nachher besser verblenden lässt. Dann nehme ich mir den Ton Secret auf. Das ist ja der hellere der beiden Pinktöne. Und mit dem ziehe ich mir hier außen so eine Art Liner. Das kann ich auch mit dem etwas gröberen Pinsel machen, denn die Farbe ist quasi die etwas großflächigere Farbe, die dann auch nach innen hin verblendet werden kann. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn ich das mit so einem Klebestreifen gemacht hätte, ne? Ich möchte mir nämlich die Kante außen verdunkeln mit Dragon, also da hätte ich mir definitiv einen Klebestreifen kleben sollen. Na toll, egal. Das ist auch ein Pink, aber der ist dunkler und intensiver. Wir sind noch nicht ganz außen fertig, aber ich möchte jetzt schon mal innen weitermachen. Ja, erst nehme ich mir Secret, um da halt so eine Art Basis zu machen, ne? Ja, genau. Und setze mir den innen rein und ziehe mir den ungefähr bis zur Hälfte. Und außen verdunkle ich mir das Ganze wieder mit Dragon. Also so krass sind die Farbunterschiede bei den beiden Tönen echt nicht, ne? Da hätten sie vielleicht dann eher so ein Lila oder so noch als Alternative oder ein helleres Rot haben sie. Okay, Love. Mhm. Okay, Mist. Ja gut, aber als Alternative entweder Dragon oder Secret und dann halt vielleicht noch ein dunkleres Lila mit dabei packen. Weil so kriegst du halt keinen wirklichen Blend hin. Das heißt, ja, da nehme ich jetzt auch den Ton Love und helle damit den Ton Secret etwas auf. Ja, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Es wäre jetzt natürlich sehr, sehr harmonisch, wenn ich da dieses Princess-Tönchen jetzt drauf geben würde und dann vielleicht Queen in die Mitte, ne? Also die beiden Töne. Das wäre schon ziemlich cool. Nein, da werde ich jetzt grün. Ja. Heißt, ich nehme jetzt hier den King Harold auf. Das ist dieser Ton Schimmergrün. Den setze ich mir dann dazwischen. Und Enchanted, das ist dieser echt schöne hellgrün Schimmerton, den setze ich mir quasi so in die Mitte, aber die Mitte zieht sich ja quasi so hoch, ne? Das ist auch ganz aufregend. Ja, das ist quasi ein schräges Halo-Ei. Wobei der sich gerade überhaupt nicht auftragen lässt, das heißt, ich verzichte auf ihn und intensiviere mir das Ganze einfach nochmal mit King Harold, egal. Zu viele Köche verderben scheinbar hier den Brei. Ich schau mal, wow, ob ich mir auf die Übergänge Magic Mirror auftragen kann. Das mache ich auch mit dem Smudger. Das ist ein schimmernder Rosaton. Ich würde sagen, eher so lala funktioniert das, ne? Nicht so super. Und hier oben tupfe ich mir den Ton Queen auf. Der sieht im Fännchen sehr blau aus, auf dem Finger aber eher so ganz hellblau-weiß. Einfach so als, ja, Feenstaub dazwischen quasi. Und dann gebe ich mir einmal Secret an den unteren Wimpernkranz und blende das auch ein bisschen mit dem Love-Ton hier aus. Dann noch ein bisschen Queen, also unseren Hellblau-Schimmerton in den Innenwinkel. Ist jetzt nicht ganz so mein Vibe. Also ich hatte das mir irgendwie intensiver gewünscht. Ist wie es ist. Palette ist irgendwie süß. Aber ich weiß nicht, ob sie bei mir bleibt. Das ist halt, Revolution ist immer etwas schwierig. Dann habe ich hier aus der Catrice mit Essence. Hatten die doch diese Sister Love Tüdelü-Geschichte. Und das hier sind diese Duochrome Eye Pencils aus der Dschungelbuchreihe. Und ich glaube, ich werde jetzt den Grünton oder den... Oder beide? Die sehen beide schon ziemlich cool aus, ne? Oh. Nee, ich packe mir jetzt das Grün rein, weil ich glaube, das Lila könnte jetzt in der Wasserlinie zu verheult aussehen. Da sieht man auch nicht so super viel von, ne? Aber sie sind halt vorhanden. Es ist Duochrome, ja, kann man machen. Dann habe ich jetzt aber noch einen Liner. Und das ist jetzt hier aus der Snow Much Love Limited Edition von Essence, dieser Glitter Liquid Liner. Schaut einmal so aus. Und den möchte ich mir im Prinzip nochmal außen entlang ziehen. Also richtige Outline. Es ist ein Dip-Eyeliner, nicht unbedingt meine Lieblingsart. Dann schauen wir mal. Lässt sich wirklich einfacher verarbeiten als gedacht, muss ich so wirklich jetzt mal, ne, sagen. Und ich habe den auch wirklich nur hier oben bis ungefähr zur Hälfte gezogen. Gibt dem Ganzen auf jeden Fall noch ein bisschen was Besonderes mit dabei, ne? Ich glaube, dieses Trust in Me werde ich mir jetzt am oberen Wimpernkranz ganz direkt auftragen, um so eine Art Wimpernkranzverdichtung noch zu schaffen.
krass, ne? So viele verschiedene Liner und Farben und hast du nicht gesehen? Ja gut, Farben schon, aber Liner habt ihr, glaube ich, noch nie bei mir gesehen. Ich bin auch gerade ein bisschen geflasht. Als nächstes verwende ich ein Fixing Spray. Das ist, Revolution, ganz schön viel von Revolution hier. Energy Fix Rose Quartz Fixing Spray mit Vitamin B5 und B3, also Niacinamide sind hier mit drin. Und hier haben wir auch so Rosenquarz drin. Ich glaube, das ist wirklich Rosenquarz. Gibt auf jeden Fall nochmal eine schöne Frische ins Gesicht und riecht wirklich nach Rose. Wow. Ein standardmäßiger Schritt von mir vor dem Wimperntuschen ist, meine Wimpern zu biegen. Das mache ich hier mit dieser Catrice Wimpernzange, die einfach großartig ist. Und jetzt kommen wir zu einer ziemlich aufregenden Limited Edition, Leute, denn das ist von Pat McGrath Labs Dark Star Mascara Star Wars. Ne? Richtig, richtig geil. Kann ich nicht anders sagen. Also eine Limited Edition mit Star Wars im Make-up-Bereich rauszubringen, ist erstmal mutig, ne? Aber ich finde es großartig. Richtig cool. Habe ich im Sale ergattert. Und die Dark Star Mascara ist wohl im Standardsortiment, aber halt dann hier mit dem Star Wars Aufkleber im Prinzip, weil ansonsten ist da ja nicht groß was anders, ne? Riecht einfach nach nicht wirklich was. Und dann haben wir ein Faserböschen, was aussieht wie eine Erdnuss. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die gefällt mir richtig gut. Also die macht schon was Schönes mit den Wimpern, verklebt jetzt nicht allzu sehr. Und mir persönlich gefällt das Ergebnis auch sehr gut. Ja, ich denke, wenn ich jetzt einen Augenlook hätte mit Eyeliner und so, wird das Ganze noch ein bisschen intensiver wirken. Ich würde wahrscheinlich auch sogar noch eine Schicht drüber legen, um das Ganze etwas intensiver zu haben. Aber das Ergebnis gefällt mir. Tatsächlich. Ja, der Look passt jetzt nicht unbedingt zum Outfit, aber damit kommen wir definitiv klar. Ich bin ja auch so ein bunter Vogel. Ich mag ja gerne alle Farben zusammen. Jetzt habe ich hier aus einer Limited Edition von Glamlight mit Barbie ein Set. Und zwar habe ich das auch bei Purish gekauft. Ne? Denkt dran, Claudis Welt 20 gibt euch da 20% Rabatt. Hier steht jetzt nicht drauf, welche Farbe das ist, aber das ist halt so ein Braun. Wirklich ein dunkles Tönchen, ne? Also der Lip Liner hat definitiv eine Farbe, die ich so noch nicht in meiner Kollektion habe. Und ich mag die Farbe. Also ich finde die wirklich, wirklich cool. Weil das ist halt eine richtig aschig, kühle, braun, fast schon Aubergine-Farbe. Ganz aufregend. Spektakulär, diese Farbe. Wie oft kann man Farbe sagen? Dann habe ich hier noch zwei Produkte. Das ist einmal ein matter Lippenstift aus der Kollektion. Das andere müsste dann, glaube ich, ein Gloss sein, ne? Ja, dann mache ich nämlich jetzt den Lippenstift auch noch drüber und dann kommt der Gloss drüber. Das war alles in einem Set, also eigentlich müsste das farblich gesehen passen. Ich bezweifle das aber gerade so ein bisschen. Nee, das passt tatsächlich, weil das so ombremäßig dann wird. Mega. Wirklich, oder? Also ich finde es aufregend und jetzt toppen wir das Ganze mit dem, ne, Lipgloss. Okay, spannend. Das ist halt Gold, ne? Also wirklich goldschimmernd. Wow. Also ich würde mal sagen, sowohl den Look als auch die Lippe hat man so noch nicht wirklich bei mir gesehen. Spektakulär. Aber deswegen sind wir ja hier, um aus unserer Komfortzone auch ein bisschen rauszukommen, um einfach ein bisschen was auszutesten und auszuprobieren. Ich habe den Look jetzt fertig gemacht und ich finde, das sieht richtig cool aus. Die Lippe passt mega zum Jumpsuit, den ich anhabe und auch zum Goldschmuck und so. Die Augen sind ein bisschen out of order. Es gefällt mir jetzt auch nicht so ultimativ. Was mich definitiv verlassen wird, ist der Bronzer. Den feiere ich nicht so sehr. Die Lidschattenpalette sehr wahrscheinlich auch. Die ist jetzt nicht so ganz hoch im Kurs bei mir. Was mich wirklich überrascht hat, ist dieser Eyeliner, muss ich wirklich sagen. Und die Lippenkombi. Leute, großartig. Die Foundation hat mich auch echt positiv überrascht. Also, wie gesagt, wenn ich was finde, ist das in der Infobox verlinkt. Und ich bin jetzt auch wirklich gespannt, was die liebe Sarah Isabel aus dem Motto rausholt und wie das dann bei ihr letztendlich im Gesicht auch aussieht. Ich habe meinen Look fertig. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Look so findet. Das ist alles ein bisschen wild, ne? Egal. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!